Cheerio, meine Lieben, mit Helden und so. Willkommen zurück zu Final Fantasy 9. So, ich suche mal noch den Ausgang hier. Hä? Das ist ja falsch. Bin ich jetzt doof? Wo ist denn der Ausgang? Erstmal, wenn wir wieder vom Monstern an. Oh nein, weg. Weg hier. Weg. Adam. Und tschüss. Ich muss daran denken, nach der Dings hier die Waffen wieder zu regulieren. Also die von Manfred und Adam. Dass sie ihre alten Waffen wieder bekommen. Aua. Hä? Ich bin irritiert. So. Wo ist, wofür ist eigentlich die andere Treppe, damit wir die so nutzen können? Wie ist das? Hä? Okay. Anscheinend bin ich doch hier falsch. Okay. Yep. Yep. Oh, guck mal, da kann man reinspringen. Ach ja, klar. Da kamen wir ja irgendwie. Da ist eine Schatztruhe, an die ich nicht rankomme. Nee. So. Ach ja, stimmt, wir sind ja die Dings hier runtergerutscht. Hep, 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 hep. Wow. Hey, alles in Ordnung? Da war auf einmal dieses Loch, ich bin ganz schön erschrocken. Als wir kamen, ist nichts passiert, aber auf dem Weg nach draußen stapft sich plötzlich zu. Schon eine mögliche Falle. Was machen wir uns hier eigentlich für den Kopf? Hauptsache uns ist nichts passiert, oder? Lass es rausgehen. Draußen warten schon alle. Ja, aber ich will noch nach oben laufen. Hier. Das haben wir nämlich nicht gemacht gehabt. Oh ja, das bringt nichts. Hi. Lass mal eine Runde zelten. Eine Runde zelten. Mocknet. Nichts, alles klar. Dann geh ich wieder. Tschüss, Moki. Oh ja, ich seh dich. Ein Aquarius. Ich seh dich. Ein Dolch. Tut mir leid, Leute, hat ein bisschen gedauert. Dieses Wettrennen hast du gewonnen, mein Besser. Hä? Ist das denn nicht vor uns rausgekommen? Er stand schon vor dieser einen Wand, als wir ankamen, und hat uns groß von seinem Sieg erzählt. Und dann sagt er was von bis die Tage und holt irgendwo ab. Oder hat er etwa gar nicht nach draußen geschafft? Seid so gut und warte bitte hier. Ich gehe ihn mal schnell suchen. Huch. Okay, jetzt sollen wir hier alleine rumlaufen. Ist da wer? Vielleicht kommen jetzt ja keine Monster, so dass man zumindest. Keine Ahnung.
nicht stirbt. So. Untersuchen. Dagegen drücken. Untersuchen. dagegen schlagen. Mal in Ruhe nachdenken. Ganz andere Seiten aufzieht. Komm, ziehen wir ganz andere Seiten auf jetzt, ja. Ich brauche erstmal eine Pause. Uah! Was ist denn jetzt los? Das war schlau. So. Ein Barett erhalten. Ein Barett. Guck mal, da ist eine Treppe. Oh. Das hier auch schon vorher da? Druidenstab, alles klar. Jupp, wir kommen trotzdem noch Monster. Das ist aber nicht cool. Ich bin alleine. Ach du Scheiße, was bist du denn? Schnauze. Das wär's, nee, keine Lust. Keine Lust, ich hau ab. Ich war nämlich so schlau und hab nicht gespeichert. Deswegen habe ich jetzt keine Lust mehr, hier irgendwas zu riskieren in der Form. Ja, gesagt, hochfahren bitte. The fuck? Ich werde jetzt überfragt. Sorry, aber ich muss mal kurz mal was nachgucken. Etwas komisch. Final Fantasy 9. Nein. Oh, ups. Moment.
löst hier ein weiteres Leben jetzt fest. Okay, was? Löst. Okay. Den jetzt. So. Und dann. Okay. Dann den hier dahin und anschließend geht es nach meiner Kraft. So musst du dich im Fluss der Zeit widersetzen. Da. Hä? Habe ich jetzt aber gemacht? Was? Hab ich! Essen hoch oben rechts postieren. Papierschnitt. Können wir nochmal von vorne anfangen? So. Ist wieder alles so, wie es vorher war? Nein. Dufterweisen erhalten. Was auch immer das ist. Warte. Der hat frischen Blut. Jee. Schatten. Na lecker. Gut, haben wir mal eben so zwischendurch noch ein kleines Rätsel gemacht, aber es ist, hilft uns noch nichts auf der Suche nach Sai. Wenn wir hier sind? Ah, ja, das war das Ding, wo wir nicht hinspringen konnten, genau. Hi, ich würde jetzt einmal gerne speichern. Einmal kurz speichern, bevor hier irgendwas passiert. Einmal auf Nummer sicher gehen. Ah, guck mal, da war auch noch ein Licht. Wow. Das hat's gebracht. Sag mal, wo ist denn der? Wer ist da? Adam, warum bist du zurückgekommen? Sai, was machst du hier? Das ist eigentlich mein Text. Ich sagte dir doch, sollten wir uns dann noch einmal treffen, dann als Gegner im Kampf. Oder bist du etwa gekommen, um mich zu verspotten, jetzt wo ich verwundet am Boden liege? Manchmal frage ich mich wirklich, wo du eigentlich diese kranken Ideen hier hast. Als ich draußen ankam, da meinten die anderen, du wärst noch nicht wieder rausgekommen. Da habe ich mir halt so meine Gedanken gemacht. Ich habe nichts mehr mit euch zu tun. Und was bringt es dir überhaupt, dich so für jemanden anderen einzusetzen? Deine Denkweise entschließt sich mir beim besten Willen nicht. Was redest du da bloß? Dass ich hier bin, ist doch selbstverständlich. Selbstverständlich? Du setzt also dein eigenes Leben aufs Spiel, nur um mich zu suchen?
Wie du nun eigentlich die Dinge genau siehst, erschließt sich wiederum mir nicht. Aber bisher haben wir doch alle zusammengehalten und uns geholfen. Dafür sind Kameraden da. Wo stehst du? Da oder nicht? Naja, wenigstens sehe ich die einen Kameraden. Dann habe ich einmal einen Entschluss gefasst, ändere ich meine Grundsätze nicht einfach jedes Mal, nur weil mir die Umstände gerade nicht in den Kram passen. Kamerad. Das ist also Kameradschaftlichkeit. Ja, ich denke, darauf läuft es hinaus. Aber über das Leben philosophieren können wir auch später noch. Wir sollten jetzt sehen, dass wir hier rauskommen. Naja. Eine Lektion in Sachen Freundschaft. So, und raus hier. Genug von Ibsen. Also, hört mal her. Lass uns noch mal schnell alles durchgehen, was wir in dieser Burg rausgefunden haben. Im Umraum des Schlosses gab es ein Wandgemälde, das wohl etwas wie eine Weltkarte war. Und auf dieser Weltkarte waren die vier Spiegel angebracht. Auf jedem Spiegel ist eine Inschrift, die wieder in dieser komischen Sprache geschrieben steht, die von uns nur ich zu verstehen scheine. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in der tiefen Erde beschützt. Meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm beschützt. So kleine Fliegen wieder, weißt du? So kleine Fliege, die einfach nervt. Meine Kraft wird durch den brodelnden Krater hoch auf dem Berg beschützt. Wasser beschützt. Das kennen wir ja schon, haben wir ja schon mal. Zu den Spiegel führen liegt sicher ein Geheimnis verborgen, um das Spiegel-Siegel zu brechen. Und dann hinterließ dieses Monster in dem Raum und dann noch die Worte: Einer ist alle und alle sind einer. Auf jeden Fall scheinen diese vier Orte in irgendeiner Verbindung zueinander zu stehen. Wie wollen wir das handhaben? Eines nach dem anderen erledigen geht wohl nicht. Einer ist alle, alle sind einer. Das heißt, dass wir überall gleichzeitig sein müssen. Hä? Meinst du damit, dass wir nicht so viel wie immer alle zusammengehen? Genau, es gilt an vier Orten zu sein. Also werden wir in Zweiergruppen gehen und gleichzeitig die Siegel bringen. Okay, du hör mal, wenn das so ist, dann gehen Ellie und Jasmin zusammen. Warum solltet ihr? Damen haben Vortritt, weiß doch jedes Kind. Außerdem habe ich mit Jasmin einfach von Frau zu Frau zu besprechen. Aha, bist du damit einfach schon, Jasmin? Das ist schon in Ordnung. Aber wohin fliegen wir als erstes? Gute Frage. Also was wäre, wenn wohl der nächstgelegene Ort? Gleich hier im Süden liegt der erste Ort. Hast du uns etwa belauscht? Mit Verlaub, aber ich bin Matrose. Ich habe großes Vertrauen in meine geografischen Kenntnisse und mein Gedächtnis. Meine Kraft ist umgeben von Landmassen und wird von tiefen der Erde beschützt. Ganz unverzweifelt also ein Ort im Meer. Achso. Danke doch, muss man erstmal kommen. Gern geschehen, wenn ihr euch nicht sicher seid, wo der nächste Ort sein könnte, wendet euch jederzeit an mich. Da ich es aber ab hier vielleicht mit neuen Gegnern zu tun bekommt, vernachlässigt bitte euch auch nicht eure Ausrüstung. Bitte red nicht so geschraubt, du erinnerst mich da glatt an jemanden. Na egal, steh mit mir. Hä? Fein, dann wollen wir mal, oder Ellen? So. Gleich hier im Süden. Mist. Das war wieder der falsche Knopf. Okay, aber wir können ja erstmal wieder die Ausrüstung normalisieren hier. Die Engelsschwinge, sehr schön. Schattenhut, hast du jetzt alles gelernt? Hier, Goldkäppchen, immer Regina. Immer Regina ist nice. Hier haben wir auch schon alles. Hier hast du den Vollmond ausgelernt. Dann nimmst du mal jetzt hier die... Wir haben ja noch ein paar andere Sachen bekommen, ne? Aber nicht für uns. Hier alles gelernt.
Dämonharnisch. Ja, immer Reflekt wäre ein bisschen, glaube ich, da. Oh, hier. Vollmond. So. Go. Mann, immer wieder falscher Knopf. Unsere Ausrüstung nochmal aufbessern. Also im Grunde wäre ja gut, nochmal was einkaufen zu gehen, ne? Ich glaube, das mache ich nochmal, bevor wir jetzt hier losfliegen zu den ganzen Dingern. Allein Items und so, weil wir wissen zum Beispiel nicht, mit wem jetzt am Ende Adam in einer Gruppe landet. Wenn's da es ja weder unsere, da es ja keiner unserer beiden Heiler ist, bedeutet das schon mal, dass wir so gesehen ein Problem haben werden, wenn wir nicht genug. Genau hier, da war mal Clara. Tja, wurde der damals von Brain. Alter, schlecht bei dem Ding hier. Da war mal Alexandria, Alter. Das sieht aber auch aus, wie alles zerstört ist, wie sonst was, ne? Mann, ich will doch nur noch Lindblumen. Kann doch nicht so schwer sein hier. Ich bin gerade zu blöd, Lindblumen zu finden. Ah, hier im Süden. Dun, dun. Wir müssen einmal kurz Tränke und so kaufen. Huch. Achso, ja gut, machen wir das halt so. Machen wir das halt so. Nein. Vielleicht hat ja auch der Laden, der da Waffen baut und so, wieder was Schickes Neues für uns. Möglich ist ja alles. So, Einkaufsfilm bitte. Los geht's! Los geht's. Ab einkaufen. Ja, geh weg. Oh, ich vermisse die X-Potions hier. Wenn wir jetzt auch wieder mit HI-Potions bearbeiten können, wird es ein bisschen happig. So, hier ist Waffen. Waffe ist aber egal gerade. Wo ist ein Itemladen? Ist hier nicht die Frau gewesen? Wo ist die hin? Bei Dagobert? Nein. Hallo? Das führe ich auch Items. Sehr schön. Ja, gut. Die. So. HI Potions. Gehen wir hier. Gut, haben wir zumindest mal die HI Potions. Dann da.
Ah ja, gab's in Trino nicht noch Sachen, die wir uns bauen lassen mussten? Das ist alles Kram, den wir schon haben oder gehabt haben. Zauberstiefel haben wir auch schon gehabt. Edelperle. Ja, Mondsplitter haben wir leider nicht. Mondsplitter haben wir leider nicht. Bam, 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 bam. Wie gesagt, mir fehlen immer noch so Dingswaffen hier. Sowas vom Eisgar lernen. Zum Beispiel Eisgar, Feuergar, Blitzgar und so. Das haben wir zum Beispiel noch gar nicht. So. Falsch. Wir müssen wieder zum Dings fahren. Ich würde ehrlich gesagt jetzt nochmal kurz nach Trino reisen. Einfach damit wir da nochmal gucken wegen... Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Einfach um zu gucken, wegen da den gebauten Sachen zu gucken. Das war ja das Problem damals gewesen, dass uns einfach das Geld ausgegangen ist. Und wir uns das leider nicht leisten konnten, so richtig. Los geht's. Fliegen wir doch mal jetzt nach Trino. Da wir suchen. Genau, hier ist Alexandria und Trino soll ja irgendwo in der Nähe sein, ne? Trino. Da. Kann ich da raufklicken, er fliegt alleine? Tatsächlich. Brauche ich nicht selber fahren. Beziehungsweise fliegen. So. Dankeschön. Rein da. Moin. Bam. Bam, 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 bam. Auf da. So, jetzt gucken wir jetzt mal hier rein. Hi. Nee, du bist falsch. Ich muss zum Schmiedikus. Das heißt, hier einmal lang. Ich würde die Katzen ja süß finden, wenn die nicht immer so aussehen würden wie halbverreckende Katzen oder so. Die beiden da gerade auf dem Dach, die sich da so knutschend oder liebposen da sahen, dann würde ich sagen, oh, wie süß, wenn die nicht so aussehen wie so Krüppelkatzen. Hi. So. Es gab hier damals Dinge, die wir nicht bauen konnten, weil uns was gefehlt hat. Uriel haben wir schon. Edelperle. Jetzt sagt nicht eure Angebote, die sind jetzt alle gleich hier. Anscheinend doch. Ah, toll. Toll. Problem für mich gerade ist einfach, ich suche immer noch die Waffe für den lieben Pelopop, damit er höhere Stufen hat.
Für Jasmin wäre es natürlich auch nicht auch genial, weil sie müsste ja auch noch sowas Dings lernen. Wie Kra und so. Also du verkaufst auch nichts in der Richtung, ne? Nö. Wäre auch zu schön gewesen. Nee. Bam, badam, bam, 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 badam, bam. Oh, i. Gott. I. Geh weg. Hau ab. So. Ja, Leute, bevor wir uns aber auf die Tempel stürzen, beende ich die Folge mal für heute. Wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an den roten Knopf der Abilities. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Würde ich sagen, wenn OBS reagieren würde. Hallo, OBS. Ciao.